Liebe Freunde, am 21. April um 18 Uhr hier am Schlossplatz 1 beim GTEC haben wir diesmal mit einem richtigen Exoten aufzuwarten. Wir haben ja sehr viele hervorragende Unternehmer aus Deutschland und aus Berlin, aber auch immer wieder Leute aus dem Ausland, die Erstaunliches erreicht haben. Und am 21. April haben wir eine ganz herausragende Persönlichkeit aus dem Bereich aus einem fernen Land, nämlich aus Österreich. Bianca Gfrey. Bianca Gfrey ist die amtierende Startup-Unternehmerin des Jahres in Österreich und sie hat vor einigen Jahren die Firma Kiveno gegründet, die sehr leicht zu replizierende Bluttests anbietet, die die Kosten, ich glaube, vierteln von dem, was es normalerweise kostet, mit dem man entdecken kann, ob man Nahrungsmittelallergien oder sonstige Probleme hat. Und Bianca habe ich kennengelernt auf dem größten österreichischen Startup-Festival, dem Pioneers, wo sie als Mentorin unterwegs war. Sie ist eine strahlend positive Persönlichkeit. Sie hat extrem viel erreicht, jetzt gerade im letzten Jahr. Aber es hat auch immer wieder harte Zeiten gegeben. Kiveno stand auch schon vor dem Aus. Sie haben sich immer wieder gerettet. Jetzt sind sie auf einem der ersten Gipfel angelangt. Wie das alles passiert ist, warum das alles passiert ist, wo Bianca mit ihrem Unternehmen hin will, wie sie sich selber in ihrer Rolle zwischen Österreich und Deutschland auch als eine der hervorragenden Protagonistinnen der österreichischen Startup-Szene sieht, all das erfahrt ihr am 21. April, 18 Uhr, bei uns am Schlossplatz und ich freue mich auch sehr darauf, Bianca wiederzusehen.